König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Bei mir ist der wundervolle Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem bei mir ist der großartige Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und unser großartiger heutiger Gast ist der Tobi. Hallo Tobi. Ein wunderschön, was auch immer. Ja, Tobi hat sich heute uns angeschlossen, weil wir über einen weiteren King-Roman reden möchten, nämlich Dr. Sleep. Und Dr. Sleep ist ja so ein bisschen angelehnt, Schrägstrich Fortsetzung, Schrägstrich verbunden mit The Shining. Und Flo, möchtest du uns dazu irgendwas erzählen? Ja, was bleibt mir anders übrig? Ja, King ist wohl schon oft gefragt worden, was ist eigentlich mit diesem kleinen Jungen aus The Shining geworden? Es wurde auch oft gefragt worden, was ist denn eigentlich mit Charlie McGee aus Feuerkind geworden? Und so hat er auch schon 2009 mal gesagt, was wäre denn, wenn die sich erwachsen getroffen hätten? Ja, das werden wir nie erfahren, denn darum geht es in diesem Buch nicht. Aber Danny Torrance, also der kleine Junge, hat ihn nicht losgelassen. Und er hat immer wieder davon erzählt, dass er doch gerne ein Buch über ihn schreiben würde. Und er wüsste auch schon so ein paar Sachen. Er hatte auch schon den Namen Dr. Sleep im Kopf. Er würde das Buch alleine wegen dem Titel gerne schreiben. Aber es würde wahrscheinlich nie dazu kommen. So hat er zum Beispiel einmal, ich zitiere, es ist eine tolle Idee, aber irgendwie komme ich einfach nicht dazu, mit dem Schreiben anzufangen. Die Leute sollten nicht gespannt den Atem anhalten. Doch ich weiß, es wäre cool. Ich will das Buch schon alleine des Titels wegen schreiben. Ich habe den Leuten gesagt, es wird wahrscheinlich nie verwirklicht. Aber wahrscheinlich heißt nicht definitiv. Also vielleicht. Ja, und dieses vielleicht ist dann jetzt. Sprich, das Jahr 2013, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Dr. Sleep heißt das Buch sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Interessanterweise Doktor beides mal die englische Schreibweise mit C. Ja, und wir erfahren nun endlich, wie es mit Danny Torrance nach The Shining weiterging. Und ja, wie es so weiterging, das erzählt uns jetzt der Jonas. Die Handlung dreht sich um den erwachsenen Danny Torrance, der immer noch unter den traumatischen Ereignissen seiner Kindheit im Overlook Hotel leidet. Und er hat seine übernatürlichen Fähigkeiten, das Shining, immer noch nicht vollständig unter Kontrolle, dafür aber ein Alkoholproblem, also auch unter Kontrolle einigermaßen. Danny arbeitet als Pfleger in einem Hospiz und nutzt seine Gabe, um Sterbenden beim Übergang zu helfen. Und er wird dort als Dr. Sleep bekannt, da er den Patienten Trost spendet und die Ängste lindert. Irgendwann trifft er dann auf April Stone, ein junges Mädchen mit einer noch sehr viel stärkeren Ausprägung des Shinings. Und gemeinsam müssen sie gegen eine Gruppe von Wesen kämpfen, die sich vom Shining von Kindern ernähren und diese während dieses Prozesses töten. Und die selbst nennen sie sich den wahren Knoten und sind ja ziemlich gefährlicher als alles, was Danny je erlebt hat. Und er muss all seine Kräfte mobilisieren, um April zu beschützen. Am Ende kommt es zum Showdown zwischen Danny, April und dem wahren Knoten. Danny kämpft mit aller Erschlossenheit gegen die dunklen Mächte. Und dabei muss er sich auf seinen eigenen inneren Dämon stellen und seine Vergangenheit im Overlook Hotel überwinden. Letztendlich gelingt es Danny und April, die Wesen zu besiegen und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Und im Groben und Ganzen war es das. Danke für die Zusammenfassung. Ja. Tobi, Frage an der Stelle. Hast du Shining gelesen? Nein. Nein, ich muss gestehen, ich habe so einige Klassiker von Stephen King, die er ja im Nachwort auch selber nochmal so aufzählt, gerade weil sie auch verfilmt worden sind, dass ich die nicht gelesen habe, weshalb ich aber dann erstmal von Shining die ausführliche Inhaltsangabe im King-Wiki gelesen habe, weil ich dachte, könnte sinnvoll sein, war es auch. Weil das wäre tatsächlich meine erste Frage gewesen,
wie sehr ihr glaubt, dass man Wissen aus Shining braucht, um dieses Buch zu verstehen. Denn ich war ja großer Fan von Shining, sowohl Film als Buch. Vor allem Buch, weil das Buch finde ich noch wesentlich beängstigender als den Film. Aber ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl, als bräuchte ich unbedingt diesen Kontext. Wie ging es euch damit? Ich, ja, Jonas? Ich finde, es hilft sehr, wenn man zumindest in Grundzügen noch weiß, worum es in Shining ging. Weil ich wusste nicht mehr sehr viel aus dem Buch, aber allein das mit dem, wie hieß er, Tommy, der unsichtbare Freund oder von Dings, allein das, da musste ich so schon überlegen, wer war das doch mal und so, bis ich drauf gekommen bin. Also ich glaube, es ist schon gut, wenn man es kennt, aber ich glaube, wirklich unbedingt notwendig ist es nicht. Okay. Aber es macht definitiv mehr Spaß, wenn man es kennt. Ja, das kann ich, glaube ich, auch unterschreiben. Also ich denke, man muss es nicht unbedingt kennen. Man sollte vielleicht die grobe Handlung mal gehört haben. Das reicht, glaube ich, auch. Denn seien wir ehrlich, bis auf so einige Momente hat es mit den Shining auch nicht wirklich was zu tun. Wie findet ihr denn die Charakterisierung von, ich bin jetzt schon raus, wie heißt unser Hauptcharakter? Danny. Genau. Wie findet ihr denn den erwachsenen Danny? Weil ich weiß, ich fand ihn als Kind für ein King-Kind sehr wenig nervig. Er ist hier aber für einen Erwachsenen eigentlich schon wieder sehr zum Kotzen. Ja, er hat sich nicht so gut entwickelt. aber es geht. Also wir hatten da schon erheblich schlimmere Figuren. Darf ich kurz spezialisieren? Ja? Ich finde nicht, dass er schlecht gezeichnet ist. Gezeichnet ist er fantastisch. Er ist nur gut gezeichnet als ein, naja, nicht sonderlich cooler Mensch. Ja, aber ich glaube, das gehört zum Konzept. Genau. Und deswegen wollte ich das darstellen. Ja. Er macht ja auch doch so ein bisschen Entwicklung durch und das finde ich eigentlich auch für King-Buch sogar relativ gut noch umgesetzt. Mm, ja. Ich finde halt interessant, dass er so ja eigentlich so extreme Seiten hat. Gut, er hat, ich bin ja immer so fasziniert von diesem Nature und Nurture-Thema, er hat halt dieses Shining, er hat diese, ja, wie kann man das nennen, diesen Jähzorn oder so seines Vaters, den Alkoholismus seines Vaters, hat dann ja offensichtlich beides nicht so unter Kontrolle, bis er dann eben halt an diesen Ort kommt, wo das Buch hauptsächlich spielt. Und dann zur anderen Seite hat er halt, und das ist ja, glaube ich, nichts, was unbedingt Shining gut sicherlich damit verbunden ist, dieses, was ihn zu Dr. Sleep macht, dass er den Sterbenden hilft auf ihrem letzten Weg, also so eine spezielle, ich sag mal, metaphysische Form der Sterbebegleitung macht, was ja sozusagen das genaue Gegenteil von diesem jähzornigen, gewalttätigen Menschen ist, der er ja auch wohl sein kann im Alkoholrausch. Wollen wir an der Stelle gleich ein bisschen vernetzter werden, weil ich glaube, was du sagst mit diesem Jähzorn und so weiter, das ist zwar schon wieder eine Querverbindung in ein anderes Buch, ich glaube, es ist aber ganz gut, dass wir darüber jetzt schon reden, weil das hilft, Dinge zu verstehen. Also ich habe gleich am Anfang bei einer Szene, da ist jetzt nicht er der Täter, sondern ganz am Anfang, noch im Epilog ist es, glaube ich, da wird ja erzählt ja Dick sein, der, das war, glaube ich, der Koch im Overlock, der ja auch Shining hat, der erzählt ja Dan von seinem Onkel, war das, glaube ich, der ihn Großvater da, auch, oder ja. Großvater, der ihn da sexuell missbraucht hat und der, sag ich mal, zu seinen Praktiken gehörte, ja auch schmerzhaft in die Hoden kneifen. Ich habe ja manchmal dann doch so quer Verweise im Kopf. Das erinnerte mich an den Norman aus Das Bild, weil der dasselbe ja auch mit jemandem macht,
da weiß ich noch, da hat er einen Tennisball in der Hand und knetet den und bringt ihn zum Platzen mit seiner Kraft und dann greift er dem halt da auch zwischen die Beine und dann stellt er sich halt vor, wenn der jetzt mit meinem Hoden das macht. Also es hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich sehr getriggert, weil der ganze Anfang des Buches ist so voll von Gewaltbeschreibung, sehr expliziten und gerade sexuellen Kindesmissbrauch. Also das fand ich schon ziemlich heftig, aber diese Gewalttätigkeit des Norman aus, das Bild ist das ja, da ist vielleicht auch schon eine Verbindung zu Dan. Mhm. Die Verbindung, auf die ich hin will, ist tatsächlich die, wir lernen ja dann, dass tatsächlich Abra auch ein bisschen, wie wird der Name eigentlich ausgesprochen? Abra, wie Abra Kadabra. Okay. Also Abra. Dass sie ja auch in gewisser Weise blutsverwandt ist. Und hier kommt dieses Konzept der Bösmülligkeit ins Spiel, was wir ja in Love schon kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Was ja auch so ein... Es gibt zwei Varianten, wie sich das äußert. Einmal so ein übersinnliches Talent und aber eben gleichermaßen dieses Element von Jähzorn, dieses Element von Grausamkeit und so weiter, das eben entweder unter Kontrolle gebracht werden kann oder wie es eben im Fall von Love war, dass dann der Vater / Bruder tatsächlich getötet werden musste und so weiter. Und dieses Konzept von das Böse als etwas in der Genetik fand ich eigentlich ganz spannend, weil das eben auch wieder so eine Komponente ist, die ja genauso mit dem Alkoholismus auch so eine Mischung aus Nature und Nurture hat. Ja, ganz am Ende des Buches ist es ja auch so, dass Abra einmal wohl offensichtlich jähzornig wird, wo sie die Teller ihrer Mutter zerstört und er ihr da auch, dann redet Dan ihr ja ins Gewissen und sagt ihr, ja, das hast du auch in dir, diesen Jähzorn, und pass auf, dass der halt nicht, dass du nicht Menschen da, ja, schadest oder Schlimmeres tust, als nur Teller zerbrechen. Ja. Wie findet ihr denn Abra? Tja, soweit ich das beurteilen kann, bis auf ihre besonderen Eigenschaften, ein ganz normaler amerikanischer Teenager. Aber so gut kann ich das auch nicht beurteilen. Also nichts, was jetzt besonders herausstechen würde, hätte ich gesagt. Ja, genau. Ich finde das tatsächlich ganz okay, ganz nett. Auch sie war für eine King-Kinderfigur, und wir lernen sie ja zuerst als kleines Kind kennen, tatsächlich ziemlich gut gemacht und sehr wenig nervig. Sie hat, wie gesagt, ihre Teenager-Anwandlungen, aber das finde ich völlig fair und völlig natürlich. Aber gerade dieser Umgang mit ihr über ihre Familie, dieses, wir wissen nicht, ob das so richtig gut ist, was sie da macht und ob sie das kontrollieren kann, so klein wie sie ist. Das ist halt ein Satz, der ist mehr oder weniger 1:1 in Feuerkind mit drin. Genau. Wo es ja verglichen wird, diese Erziehung, übernatürlichen Effekte zu vermeiden, wie die Reinlichkeitserziehung, also das selber aufs Klo gehen und so weiter. Das fand ich hier eine sehr schöne Spiegelung, dass er die hier nochmal reingebracht hat. Ich denke, das ist so ein Überbleibsel aus dieser Ursprungsidee, dass Danny Torrance und Charlie McGee aus Feuerkind halt mal aufeinandertreffen. Aber diese Verbindung ist mir auch aufgefallen. Und ich fand April eigentlich auch gut gezeichnet. Sie war nicht nervig. Sie hatte ihre Eigenarten, aber das artet ja manchmal aus. Das war in diesem Fall auch nicht so. Sie war auch ein solider Charakter. Mhm. Bei King muss man ja schon sagen, es ist manchmal schon gut, wenn die Leute nicht stören, aber die fand ich auch ganz gut und sie hat tatsächlich nicht die üblichen Schwächen, die eine King-Frau hat. Muss man ja auch sagen. Ja, sie ist auch ohne ihre Fähigkeiten, gut, die hat sie ja immer im Hinterkopf, doch relativ tough, was man ja immer so gerne sagt. Wenn ihr eher euch am Inhalt entlanghangeln wollt, können wir das machen. Dann müsst ihr mir aber helfen, weil für mich hat dieses Buch sehr wenig Inhalt. Ich würde mich jetzt tatsächlich für mich eher an so einzelnen Punkten langhangeln. Und da wären wir jetzt gerade bei dem Thema Frauenfiguren und wieder Charakterisierung.
Denn Danny in seinem Alkoholismus. Möchtest du was sagen, Jonas? Oder auf den nee, ich habe nur Shortcuts genutzt. Okay. In seinem Alkoholismus, in seinen schweren Tagen, gerade am Anfang des Buches, hat Danny ja so Momente, auf die er nicht sonderlich stolz ist. Und das ist ja unter anderem diese Wohnung, in der er aufwacht, nach einer zugesoffenen Nacht mit einer zweifelhaften Frau, die sich dann als Mutter herausstellt, deren kleines Kind dann fast seine Drogen noch mitnimmt und so weiter, was er aber knapp verhindern kann. Und von denen wird er ja dann heimgesucht, weil es später herausstellt, dass die beiden dann letzten Endes sterben. Was nicht seine Schuld in dem Sinne ist, aber er fühlt sich halt nichtsdestotrotz schuldig, weil er halt in keiner Form geholfen hat. Und das war wieder so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, ja, du bist ein Arschloch, du bist auch so gemeint. Weil er ist der letzte Versager, er benimmt sich wie das letzte Arschloch. Aber er hat immerhin noch genug Kraft, diese Frau zu verurteilen. Für ihren Lebensstil und für ihren Umgang mit ihrem Kind. Wo ich mir auch gedacht habe, Junge, hast du dich mal selber angeguckt? Ja, das war wahrscheinlich so ein bisschen der Versuch der Rechtfertigung des eigenen Handels in dem Wissen, dass er eigentlich für sein Handeln komplett selbstverantwortlich ist, aber so ein bisschen der Versuch, sich ja von der Verantwortung so freizusprechen. Ich glaube schon, dass ihm bewusst ist, dass das falsch ist, was er da ja, tut und auch, was er denkt. Ja, und auch, er ist ja selbst auch an einem sehr, sehr tiefen Punkt in seinem Leben, dass er sich dadurch selbst erhöht und indem er die anderen halt noch mehr runtermacht, denen es genauso dreckig geht. Aber alleine diese wunderbare Szene von ich klau dir jetzt das Geld, nicht weil ich ein Arschloch bin und das Geld selber zum Versaufen brauche, sondern weil dann kann die ja keine Drogen mehr kaufen. Das war die perfekteste Argumentation eines Süchtigen, die ich jemals gelesen habe. Ja, vor allen Dingen, er lässt dir ja das Koks da. Also er hätte ja das Koks nimmt er ja nicht mit, sondern das lässt er ihr sozusagen als geldlichen Gegenwert. So nach dem Motto, dafür lasse ich dir das Koks, dafür nehme ich das Geld. Und wir wissen ja alle, King weiß, wenn er über Süchtige schreibt, was er schreibt. Ja. Mich hat übrigens dieses Aufwachen von Dan neben ihr da mit Mörderkater nach durchzechter Nacht und Gewalttätigkeit, das ist, hat mich erinnert, wie in das Monstrum der Jim Gardner aufwacht. Der wacht mehrfach verkatert auf an der Stelle im Buch, bevor er dazu der anderen zum Raumschiff, sage ich mal, hinfährt. Aber der hat ja auch genau dasselbe. Er säuft, er stürzt ab, er wird gewalttätig, wenn er säuft, wacht dann auf und fühlt sich komplett scheiße. Da will er sich ja dann umbringen und im letzten Moment sagt er, ruft sie ihn ja quasi und er fährt zu ihr hin. Und das, wie gesagt, ich habe ja das schon 100 Jahre her gefühlt, dass ich das Monstrum gelesen habe, aber das hat sich, daran habe ich mich erinnert. Ja, Jonas, hast du zu dem Thema was? Nur, dass sich das sehr lebensecht anfühlt. Mhm. Bleiben wir bei lebensecht, weil auch das muss ich sagen, dieser ganze Handlungsstrang von seinem Alkoholikertum, aber vor allem auch dieser Teil, als er dann den Entzug tatsächlich durchzieht und macht, den fand ich auch unglaublich fantastisch. Als wir diese Szene haben, wie er dort sitzt in seiner Verzweiflung, seine Schnapsflasche hat, und er schraubt sie zu, und er schraubt sie wieder auf, und er schraubt sie zu, und er schraubt sie wieder auf. Und das die ganze Nacht ohne was zu trinken. Aber dieser stundenlange innere Kampf, bis jemand kommt und ihn quasi in dieser Situation unterstützt und ihn da rausholt aus dieser Endlosschleife. Das fand ich eine unglaublich starke Szene. Ja, die fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Ich bin ja Gott sei Dank nicht in der Situation, das selber mal erlebt zu haben oder so, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da wirklich so an diesen Punkt dann kommt, wo man halt weiß, es ist falsch, es zu tun und es wird schreckliche Konsequenzen haben und trotzdem kurz davor ist, es zu machen und dass man dann in so einer Endlosschleife landet, weil man ja immer wieder kurz davor ist. Das fand ich auch sehr, sehr eindringlich, diese Szene. Ich finde sowieso, dass dieser Charakter gerade so in der ersten Hälfte des Buchs eigentlich ziemlich stark geschrieben ist. Ja, bin ich bei dir. Also, ob man ihn jetzt mag oder nicht, er ist einem nicht egal.
Ja, das stimmt. Und das ist schon mal echt viel wert. Ja, und ich glaube auch dieses Element, dass ja seine Sauferei auch zu einem großen Teil Selbstmedikation ist, weil er sich anders nicht zu helfen weiß. Das ist ja auch wieder das Nächste. Es geht eben nicht nur darum, dass er Alkoholiker ist, weil auch sein Vater schon einer war. Das ist ein großer Teil, aber der zweite Teil ist eben all die andere Scheiße, mit der er sich rumschlagen muss. Die Träume, die Visionen und so weiter, das Shining, die ganzen Nebenwirkungen des Shinings. Und das ist auch ein Punkt, den ich in diesem Buch fantastisch fand. Diese ganze Thematik von Schlafstörung, diese ganze Thematik von was ist Traum in Traum und was ist Realität. Flo, du kannst das sicherlich nachvollziehen, aber ich saß da und habe permanent genickt. Ja. Und ich musste an euch denken, weil ich ja weiß, dass ihr mit Schlaf und Träumen und so, ja, dagegen ist das, was ich mal hatte, ja ein Lacher. Ich würde an der Stelle mal zitieren, vielleicht träumte er doppelt oder dreifach, womöglich sogar vierfach. Etwas hat er Emil Kemmer nämlich verschwiegen. Er hatte Angst, sich irgendwie in einem Labyrinth aus gespenstischen Nachtgedanken zu verirren und nie wieder herauszufinden. Und ja, das, genau das. Und wenn ich wüsste, dass Saufen dagegen helfen würde, würde ich es tun. Ich weiß aber bedauerlicherweise, dass es nicht hilft. Gut. Kommen wir zu den problematischen Teilen dieser Geschichte, oder? Ja, machen wir das. Der ganze Teil vom wahren Knoten. Ich hatte meine Probleme, um es ganz vorsichtig zu sagen. Jonas, du hattest da ganz am Anfang mal ein Stichwort dazu und ich würde das, dass du das gerne ausführst. Die ganze Geschichte mit dem fahrenden Volk, dass sie bösen sind, es schwingt die ganze Zeit irgendwie ein Antiziganismus mit. Also es wird nicht ausgesprochen, es wird extra gesagt, dass die aus verschiedenen Teilen der Welt kommen und von da und aus Irland und überall her. Aber trotzdem fühlt es sich die ganze Zeit an, als ob er sich nicht getraut hat oder bewusst darauf verzichtet hat, das Wort Zigeuner zu benutzen. Ohne das jetzt mir zu eigen zu machen, aber es klingt danach, als wollte er einen darauf stoßen, dieses Wort zu denken. Habe ich auch den Eindruck gehabt, tatsächlich, ja. Obwohl es ja... Oder nicht, wie war das bei Thinner? Hat das da benutzt oder nicht? Ja, da hat es benutzt. Genau, da haben wir drauf verzichtet. Ich komme durcheinander inzwischen mit allem. Dann ist auch meine halbwegs in Schutznahme wieder weg. Aber er spricht es zumindest nicht aus, aber ist ja. Es ist schwierig. Sehr deutlich im Subtext, auf jeden Fall. Ja. Ja gut, es passt natürlich auch dieses bisschen so dieses Mystische, dieses, man könnte es ja fast schon so mit Hexentum gleichsetzen, was die da machen, passt natürlich, dann würde dazu passen. Er begründet das ja so, dass sie nie lange an einem Ort bleiben können, weil dann den Leuten sonst auffallen lassen, dass sie nicht altern, beziehungsweise noch schlimmer, dass sie altern und sich wieder verjüngern und wieder altern und wieder verjüngern, das benutzt er ja als Argumentation, warum sie ein reisendes Volk sein müssen. Ja, ich meine, sie müssen halt alleine schon deshalb ein reisendes Volk sein, weil sie ja mit ihren Nahrungsquellen quasi mitwandern, im weitesten Sinne. Denn irgendwann sind ja ihre Steam-Vorräte auch schlicht und ergreifend erschöpft. Deswegen müssen sie halt immer in Anführungsstrichen neue Jagdgründe suchen. Ja, oder gezielt halt irgendwo hinfahren. Genau. Offensichtlich wussten sie ja von 9/11, bevor es passiert, weil sie sind ja gezielt dahin gefahren, um dann in der Situation davon zu profitieren. Ja, und soweit kann ich auch hier mit dieser ganzen Geschichte, mit diesen Bösewichtern auch gut umgehen. Aber als es dann anfängt, diese Krankheit und dieser Zerfall der Gruppe, das hat für mich der Geschichte sehr geschadet, weil dann hattest du keine starken Gegenspieler mehr.
sondern irgendwie nur so ein paar Häufchen bösartiges Elend. Und da fiel dieser wahre Knoten für mich eigentlich schon auseinander. Ja. Wobei, nochmal zu dem Herumfahren und so weiter, das Lustige ist, seitdem ich das Buch gelesen habe, sehe ich sehr viel mehr Wohnwagen und Wohnmobile überall rumstehen. Ich gebe dir recht, dass es die Bösewichte in einem Maßstab schwächt, dass das Buch auf einer Handlungsebene gewaltig runterzieht. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich muss aber sagen, dieser Gedanke von einer energetisch infektiösen Krankheit, den fand ich an sich ziemlich cool. Der hat mir Spaß gemacht. Der hat mir auch tatsächlich mehr Spaß gemacht als dieses, wie wir es ja auch bei Grimail schon hatten, dieses den Krebs weitergeben und so weiter. Das ist halt schon eine ausgelutschte Idee, die fetzt nicht mehr. Aber diese Ansteckung durch eine Kinderkrankheit auf energetischem Level fand ich cool. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und ich muss halt auch dazu sagen, seien wir doch mal ehrlich, die Gegenspieler im Alltag, die man so hat, die sind halt auch selten diese absolut übermächtigen, super böse Wichte, sondern das sind halt bösartige Häuflein Elend, mit denen man sich rumschlagen muss. Von daher, ich gebe dir recht, rein vom Plot her war es eine schwierige Entscheidung, die es der Sache auch nicht gut getan hat. Ich fand es trotzdem witzig. Ich fand nur, dass, also für mich sind eigentlich außer Rose die ganzen anderen Mitglieder vom Warnknoten, also ich merke das immer daran, dass ich die durcheinander kriege, dass die irgendwie nicht so gut wahrscheinlich geschrieben sind, weil ich musste immer wieder nachdenken, wer ist jetzt der, dann hatten die ja teilweise ihre alten Namen, mit denen sie dann wieder andere Namen, also ich bin da immer ein bisschen durcheinander gekommen, wer war jetzt, weil das ja auch manchmal wichtig war, weil die ja so unterschiedliche Eigenschaften hatten. Also am besten konnte ich mir noch, weil die ja auch im Prolog vorkam, Andy, Andrea, die Snakebite, Andy, weil die wurde ja im Prolog schon eingeführt mit ihrer Fähigkeit, ich kann Leute sagen, schlaf und sie schlafen. Aber alle anderen habe ich dann immer durcheinander gekriegt, was war jetzt dessen Eigenschaft, war der jetzt wichtig, und ja, das fand ich etwas verwirrend. Ja, absolut. Darf ich an dieser Stelle gleich einsteigen mit ein bisschen, ich muss schreien. Das Thema Andy. Es fällt der Satz, und ich zitiere, ich weiß nicht, ob er im Englischen auch so drin steht, aber im Deutschen. Andy, die sich für asexuell hielt. Muss ich schreien oder könnt ihr es euch vorstellen einfach? Und natürlich wird diese asexuelle Person sofort von ihrer, in Anführungsstrichen, Krankheit geheilt, indem sie, ich bin ja schon dankbar, dass sie nicht den richtigen Schwanz gefunden hat, sondern wenigstens eine Frau, aber mein Gott, was für ein Schwachsinn. Da war eigentlich der Punkt schon wieder erreicht, wo ich das Buch in die Ecke werfen wollte. Naja, du weißt ja, Stephen King und solche Themen schwierig. Aber nein, das Schlimme ist ja, wenn du so gerade sein Twitter und so weiter verfolgst, der steht ja eigentlich auf der richtigen Seite der Menschheit. Ich glaube, der ist da einfach wirklich nur wahnsinnig dumm und tollpatschig. Aber jedes Mal wieder. Und ich glaube tatsächlich, um ihn ein bisschen, ja, in Schutz zu nehmen, ist das falsche Wort, aber um es vielleicht zu relativieren, in den vergangenen 11 Jahren, seit das Buch herausgekommen ist, hat sich sehr viel getan. Ja, aber das war auch schon vor 11 Jahren dumm formuliert. Ja, aber nachvollziehbarer vielleicht. Hm. Naja, okay, nehme ich mal hin. Was ich aber am wahren Knoten noch ganz nett fand, so als Gag. Ich habe mich mal damit beschäftigt, welche Sprache die sprechen während ihrer lustigen Rituale. Ich weiß nicht, ob euch das auch irgendwie gezeckt hat, ob das eine echte Sprache ist oder Fantasie. Ja, also ich ging davon aus, dass es eine Fantasiesprache ist. Es ist zwar eine Fantasiesprache, sie ist aber an eine echte Sprache angelehnt, nämlich Pali. Und das ist die liturgische Sprache einer bestimmten Form von Buddhismus.
Und es soll halt einerseits wahrscheinlich diese ganze mystische Sache unterstreichen, aber eben vor allem auch zu zeigen, wie alt dieser, ich sag mal, Kult ist. Und dass er sich die Mühe gemacht hat, diesen Gag zu machen, das rechne ich ihm hoch an, weil den verstehst du halt wirklich nur, wenn du nachgoogelst. Das ist eine coole Sache. Generell muss ich aber sagen, ich habe ein Problem in diesem Buch, gerade im Vergleich zum Shining, wenn ich überlege, wie unglaublich bedrückend, wie unglaublich wirklich gruselig und eindrücklich das Shining war. Und nicht mal unbedingt die Elemente mit den Geistern und das Übernatürliche, sondern auch so ganz profane Dinge. Wie gesagt, die schlimmste Szene in Shining war für mich die Szene, als er in diesem Spielrohr, in diesem tunnelartigen Dings feststeckt. Das hat bei mir eine absolute Attacke von Panik ausgelöst damals. Und ich muss wirklich sagen, mir fehlt hier jegliches Gefühl von Bedrohung, von Dringlichkeit, von das ist ein ernstzunehmender Gegner, das ist ein ernstzunehmendes Problem. Das kam bei mir irgendwie nie an. Das war auch bei mir das Problem. Shining hat auch keinen großen Gegenspieler, bei Shining ist halt die Hauptfigur diejenige, die den Wahnsinn abgleitet. Genau. Aber wir hatten da immerhin bedrohliche Geister und immer wieder Vorkommnisse und diese ganze beklemmende Atmosphäre dieses eingeschneiten Hotels und wie du auch sagst, dieses Rohr halt. Mhm, genau. Und solche Sachen. Und das hier, weil das wirklich auch über ganz Amerika ja gestreut ist, die Geschichte, und die Bösen fahren hin und her. Das kam für mich jetzt auch nicht so richtig rüber. Und das ist für mich einer der Schwachpunkte in der ersten Hälfte des Buchs, in der zweiten kommen ja noch einige dazu. Aber damit konnte ich noch leben. Noch. Mhm. Ja. Aber? Ja, ich habe das Buch ja damals gelesen, als es rauskam. Und hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, naja, es ist jetzt nicht so. Und während ich es jetzt gelesen habe, so gerade diese erste Hälfte, dachte ich, das ist richtig gut, das macht echt Spaß. Klar, hier, die Gegner sind langweilig, aber die Charaktere sind interessant geschrieben. Und irgendwie fängt es so in der Mitte an, da stört es noch nicht so sehr, aber dann fängt er an so ein bisschen, wie soll ich das am besten sagen? Ja, also manches Handlungsstränge werden ganz schnell abgearbeitet und andere zieht er in die Länge und ja, vollkommen unnötig. Und dann so im letzten Viertel fällt es für mich halt auch auseinander. Ja. Aber da kommen wir ja noch dazu. Naja, das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich hinleiten soll, weil für mich ist es halt tatsächlich ein ziemlich harter Bruch innerhalb der Geschichte ab ungefähr der Hälfte. Wir haben den ganzen Charakteraufbau von beiden, von Abra und von ihm. Das klappt alles noch wunderbar, das ist alles noch schön. Wir haben ein paar witzige Szenen, wir haben wieder dann seinen Entzug so langsam versucht zu meistern. Und dann müsste das eben irgendwie zusammenschmelzen durch diese Bedrohungssituation und wie wir die lösen. Und das passiert für mich nicht. Und deswegen ist es für mich auch sehr schwierig, jetzt quasi in dem Buch irgendwie den Sprung zum weiteren Verlauf zu machen. Also für mich war es halt so, am Anfang dachte ich so, okay, das wird ganz, also ich hatte am Anfang oder mittendrin im Buch so ein bisschen Angst vor dem Ende, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sind ja so übermächtig, sie sind so viele und sie sind so gut, sie haben ja mehrere mit besonderen Fähigkeiten und Rose ist ja auch nicht gerade unmächtig und das wird ja auf ein ganz fieses Ende und ein Zweikampf, es wird ja ganz schrecklich werden. Mhm. Und dann bröselt der wahre Knoten erstmal so ein bisschen durch diese Maserninfektion, bröselt so langsam weg, wo man sagt, okay. Und dann zieht Rose doch mehrere Male gegen Abra den Kürzeren, wo man sagt, okay, dann müssen die ja schon auf andere Mittel, Spoiler, auf dieses Betäubungsmittel ausweichen, so nach dem Motto, dass sie ja ihren Fähigkeiten schon nicht trauen, also dass die ausreichen. Und dann eben bröckelt das immer weiter weg und dann dachte ich am Ende, ja, okay, jetzt läuft es ja fast auf ein Duell zwischen Abra und Rose hinaus und ja, war es ja dann auch nicht so richtig, aber da kommen wir dann am Ende zu.
Ja, vielleicht hangeln wir uns wirklich so an der Geschichte lang. Wie fandet ihr denn Dannys Job? Also das eigentlich titelgebenden Geschichten mit dem Dr. Sleep. Ganz ehrlich, für mich war das auch wieder nur ein Vehikel, um zu zeigen, ja, er hat dieses Talent, ja, er hat für sich selber die Verpflichtung beschlossen, irgendwann das im Guten einzusetzen, weil er ja auch einen guten Lehrer hatte und ihm was Gutes getan wurde. Aber für mich ist das relativ bedeutungslos und nur dafür da zu zeigen, der ist nicht nur ein Arschloch. Ja, und es hat ja zwei, einmal hat es ja den Sinn und Zweck, dass er mit Tony war das, nee, mit Dick, glaube ich, kommunizieren kann. Ja. Also das ist da ist es sozusagen eine Funktionalität. Und ganz am Ende, wo er mit der Urgroßmutter war, das, glaube ich, von Abra, wo wir ja, was ich weiß nicht, ob ich es nicht beim Lesen nicht verstanden habe, aber das ist ja, wie du vorhin schon sagtest, eigentlich recycelt Stephen King ja den Green Mile Trick. Genau. Ne? Ja. Das habe ich aber erst gar nicht so richtig verstanden, erst als er ihn dann einsetzt. Ich weiß nicht, ob vorher schon eigentlich so viel verraten wurde, dass ich das da schon, als die Urgroßmutter stirbt, ob ich da schon hätte ja verstehen können, was da jetzt anders ist als bei seinen anderen Sterbebegleitungen. Dann würde ich sagen, bleiben wir auch kurz mal bei der Großmutter. Hier ist auch nochmal ein Problem für mich. Warum müssen die beiden dann unbedingt verwandt sein? Wegen der Böswilligkeit. Ich glaube, er wollte den jetzt machen. Ja, aber das ist also... Ja, ich stimme dir vollkommen zu, dass das Schwachsinn ist. Aber genau, das war so ein Klischee wieder. Das hat also... Das, da habe ich echt da gesessen beim Lesen und gedacht, oh nein, nicht das jetzt. Ich habe noch eine Idee, weil das ging mir nicht in den Kopf. Wie entspannt die Eltern von Abra sind, dass dieser mittelalte Typ sich plötzlich in das Leben dieser Teenagerin zeigt. Ja. Naja, den Vater habe ich nicht als so entspannt gesehen. Naja, aber immer noch entspannter als ich. Also, naja, okay. Aber ich glaube, auch deswegen mussten wir dann da so eine Blutsverwandtschaft reinbauen, um das im Nachgang noch ein bisschen zu entschärfen. Naja, es war ja wirklich, der Dan hat ja schon wirklich die Problematik gesehen, wenn sie in der Öffentlichkeit zusammensitzen und sich vertraut unterhalten, dass das schon komisch aussehen könnte. Ihm war das ja ständig präsent und bewusst. Da wusste er ja noch nicht, dass sie hat ihn ja Onkel genannt, so als Nennonkel, als Tarnung. Ja, also mich hat das so ein bisschen erinnert, so, ach guck mal, wir sind ja miteinander verwandt, erinnert so ein bisschen an Star Wars, so nach dem Motto, so Luke und Leia oder auch Kylo Ren und Rey, oh, wir sind ja verwandt, so nach dem Motto, da kann ja zwischen uns gar nichts sein, gut, wäre jetzt in dem Fall auch schräg, aber so nach dem Motto, deswegen haben wir gleiche Eigenschaften und gleiche Vorzüge oder Nachteile. Aber auf jeden Fall, also dieser ganze Teil, was Familiendynamik angeht und so weiter, das fand ich schwierig, das, na... Ja, es hätte nicht sein müssen, aber es hat mich jetzt auch nicht großartig gestört. Wie findet ihr denn, dass wir dann die Finale... Ich springe einfach ein bisschen, weil... Ja. Dass wir die finale große Schlacht dann tatsächlich auf dem Gelände des Overlook Hotels schlagen. Hätte auch überall auf der Welt sein können. Ja, vor allem, weil er nichts wirklich damit anstellt. Ja, ich meine, wäre das Labyrinth zu lebendig oder irgendwas, ne? Bedenke, das Labyrinth ist aus dem Film. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also irgendwas, das wirklich dieses Hotel entweder ihn claimt oder eben wirklich dieses Gelände irgendwie mitkämpft oder irgendwas in der Art. Die Heckentiere, die sind doch aus dem Buch. Ja. Die hätten mitmachen können. Ja, also irgendwie sowas. Aber da ist ja nichts. Lässt er nicht den Hausmeister oder irgendeinen Geist frei, der sich dann um die... Ja, aber den Geist hat er ja in seinem Kopf. Das heißt, den hätte er auch überall sonst freilassen können. Ja, ich weiß nicht, ob der sonst einfach so rausgekommen wäre. Weil hier hat er sich heimisch gefühlt und wusste direkt, wo er die anderen Funkloten findet und so weiter. Mhm. Nicht? Ja, okay, vielleicht. Ich meine, daheim spukt es sich am besten. Ja, der wahre Knoten. Eigentlich,
es war ja so, hatte ich das, glaube ich, so verstanden, es war ja quasi so die Homebase des wahren Knoten, mhm, weil dieser Ort halt irgendwas Böses hat, was halt irgendwie zu ihnen passt. Ja, und wie findet ihr, dass am Ende Papa eingreift? Weil das hatte auch wieder so für mich diese Vibes von der Hand Gottes. Das war alles sehr... Ja. Das Ende fällt für mich auseinander. Da hat er so viel zusammengemischt und es passt einfach nicht übereinander. Er wollte das Shining noch reinbringen, anstatt dass er Dr. Sleep zu Ende erzählt. Mhm. Und das... Nee. Das Ende ist... Er hat schlechtere geschrieben, aber es ist nicht gut. Ja, wie gesagt, ich hatte mich so, also ich hatte ja gesagt, ich hatte schon Angst, dass es zu irgendeinem, nachdem er schon so ausführlich beschrieben hat, wie Dick als Kind gelitten hat, wie hier der hatten wir noch gar nicht gesprochen, den Baseballspieler, ja, den Baseballhandschuhjungen, wie der, da dachte ich, okay, jetzt kommt, wird so eine ähnliche Szene, wird nochmal mit Abra kommen, die wird auch nochmal Höllenqualen durchleiden müssen. Natürlich wird es ein Happy End geben, das war mir schon klar, aber ich hatte mich innerlich, seelisch, moralisch schon voll auf sowas, auf noch so eine Torture-Porn-Szene vorbereitet. Und dann gehen die da rein und machen einmal, Dan macht seine Kisten auf und ich sag mal jetzt, hustet die Oma aus und zack, ist das, ja, so dachte ich so, okay, das war's. Das war ja, selbst. Das selbst war ja die, einfach. Ja, selbst die, wo man dachte, okay, die hier, die sie da im Geräteschuppen versteckt eingesperrt hat, dachte man, okay, dann kann die ja wenigstens am Ende, nein, auch die wird dann von einem der aus der Kiste geholten kurz außer Gefecht gesetzt. Ja, super. Also nichts, wirklich gar nichts vom Plan des Wahren, der ja zwischenzeitlich so ein bisschen nicht die Oberhand hatte. Gut, das Ding mit, wo sie die da auf dem Picknickplatz, das ist ja komplett in die Hose gegangen. War ein schöner Erfolg für die Guten, aber dann hatte ja irgendwie Barry Crow noch was ins Ohr geflüstert, wodurch der dann ja wusste, ah, da ist irgend, das könnte auch eine Falle sein. Da wurde es ja nochmal spannend, aber das Ende war so verpufft. Jonas, hast du eine Meinung zum Ende? Ja, es war der Versuch, da wirklich einen Showdown zu machen, aber es hat nicht so richtig gezündet. Ja, also ich fand den spannendsten Teil, fand ich wirklich den, ich weiß nicht, ob das die Mitte ist, erstmal dieses, wo sie da mit dem Zug und Abra da so tut, als wäre sie also auf dem Zug mit unterwegs, so mit Transzendenz oder wie sie das macht, und der wahre Knoten glaubt das auch, und dann fahren sie dahin mit dem Betäubungsmittel und dann geht das, klappt das zwar, aber dann wird sie entführt und dann weiß man nicht, wie kommt sie aus der Nummer wieder raus. Das ist den Teil fand ich spannender, deutlich spannender als das Ende. Genau, die Hinleitung und die Reise zum Hotel und so, das ist voll gut, aber dann wird es am Ende verkackt. Gut. Wenn ihr zum Inhalt nichts mehr habt, oder habt ihr noch was? Ich guck mal. Nö, nee, also gut, so ein bisschen, ich finde, er benutzt wieder seine üblichen Techniken, um es spannend zu machen, dass er so Szenenwechsel macht, aber ja, das ist wahrscheinlich nichts Besonderes. Das gerade eine spannende Szene ist, zack, springt er irgendwo anders hin, an einen anderen Ort, zu einer anderen Szene, dann kommt man wieder zurück an der Szene, in die Szene, wo es gerade so spannend war, aber das macht er ja gerne mal, er macht das hier sehr, sehr dezent. Und was ich interessant fand, eigentlich wissen wir ja, was beide Seiten machen. Also wir erfahren ja immer von allen auch fast immer ihre Pläne. Aber an einigen Stellen fängt er dann an, eben so Geheimnisse, also wie soll ich sagen, dass der Erzähler uns was vorenthält. Ja, sonst würde es ja auch nicht mal zwischendurch ein bisschen spannend werden. Aber das von, wie gesagt, diesen Teil da, was ich in der Mitte fand, ich sehr gut, sehr spannend. Ich habe noch eine Szene, wo ich sehr lachen musste, als es um den Arzt geht, der seine Uhr verliert. Könnt ihr euch erinnern, das ist so während dieser ich bin im Entzug-Phase. Ziemlich am Anfang, meine ich. Ja, genau. Der Arzt verliert seine Uhr, weil er von einem Patienten abgelenkt ist. Und es fällt das Zitat, der arme Junge hat praktisch Glasknochen und wird wahrscheinlich sterben, bevor er 10 ist. Aus Gründen musste ich darüber sehr lachen. Das klingt jetzt makaber, als es ist, aber das sind so Prognosen, die ich mit genau dieser Diagnose
sehr häufig in meinem Leben gehört habe und sie ist immer falsch gewesen. Ja, da kenne ich auch einige Fälle. Gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr zum Inhalt nichts mehr habt, würde ich mal in die Verknüpfungen gehen. Ja, gerne. Und wie gesagt, wir haben schon erwähnt, diese Idee der aufgesaugten Krankheit, die man dann als Waffe einsetzt, das hatten wir in Green Mile. Dieses Aggressionsproblem, diese Bösmühligkeit, das ist in Love. Das hatten wir auch da schon. Und auch da war es eben tendenziell ein genetischer Faktor. Dann, ich weiß nicht, ob wir uns jemals darüber schlau gemacht haben. Ist Topeka ein echter Ort oder ist das auch wieder so ein Turmding? Das ist meines Wissens echt. Okay. Ich glaube auch. Dann ist es keine Anspielung. Weil das wusste ich immer nicht. Ja? Ja, aber Turmdinge gibt es ja auch einige in diesem Buch. Ja. Ich habe nachher auch noch ein Zitat, aber auch im Original gibt es den Satz: There are other worlds than these. Mhm. Er ist im Deutschen anders übersetzt als im dunklen Turm. Deswegen kann man es nicht so ganz erkennen, aber es ist natürlich der Satz, der Jake Chambers zu Roland sagt. Mhm. Dann Silent Zoe kann sich dimm machen. Dimm machen ist dieses nicht unsichtbar, aber schwer wahrzunehmen. Was zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer von denen das kann, aber auf jeden Fall ist das eine Eigenschaft, die einige von Rolands Kumpanen, ich glaube, vor allem von den Jugendkumpanen hat. Das ist die Frau, die sich am Ende in diesem Geräteschuppen verstecken soll. Die kann sich, ja, genauso wie du es beschrieben hast, man guckt immer so ganz knapp an ihr vorbei. Ja, und noch zum Turm, als Danny und der Arzt da fahren, um die Leiche des Jungen zu finden, erzählt Danny, er hat das Gefühl, es gibt mehr Welten als diese. Was natürlich auch ganz klar Turmanspielung ist. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch eine Szene, als sie, ich sag mal, im weitesten Sinne die Körper tauschen, beziehungsweise die Kontrolle über andere Körper übernehmen. Und das wird auch wieder bildlich dargestellt, so ein bisschen wie in Durgan, als Susanna schwanger ist mit diesen ganzen Schaltfeldern und so weiter und so fort und Hebelchen und Sachen und Zeug. Das ist auch nochmal eine Turmanspielung. Dann gibt's wieder mal die vielen bekannten Orte. Wir haben Erwähnungen von Castle Rock, von Jerusalem Slot und auch von Bridgeton, Maine, wo der Nebel spielt. Ah, okay. Ja. Und nicht nur der Nebel, sondern da wohnte auch ein Schriftsteller, der im Turm eine Rolle spielt. Dann haben wir das Konzept der bösen Zahlen. Und das kennen wir zum Beispiel aus N. Und natürlich haben wir sehr viele Verknüpfungen zu Shining, die brauche ich, glaube ich, nicht einzeln nochmal erklären. Ja. Außerdem haben wir eine Verknüpfung nach Joyland, denn der Knoten nennt die außenstehenden Tölpel. Und lustig finde ich, es gibt auch zwei Verbindungen in Romane von Joe Hill. Nämlich einmal wird Charlie Manx erwähnt, den kennen wir aus Christmasland. Also werden wir aus Christmasland kennen irgendwann. Und der wahre Knoten hält sich von Hunden fern, da diese ihre Andersartigkeit erkennen und auffliegen lassen könnten. Und diese Idee mit den Hunden als spirituelle Leidwesen, als spirituelle Verteidigung, das kennen wir zum Beispiel aus Heart-Shaped Box von Joe Hill. Und aus dem Terminator. Genau. Ja. Ja. Dann haben wir noch ein paar musikalische Verbindungen. Als Danny seinen Rückfall hat, wird ein Song der Derailers gespielt. Und diese Band gibt es ja wirklich, tritt auch in der Geschichte Willa auf. Mhm. Und die Band Round Here, eine Boyband, die es meines Wissens nicht wirklich gibt, ja, spielt in Mr. Mercedes eine wichtige Rolle. Genau. Ich hätte noch einen Querverweis ganz woanders hin. Okay. Und zwar Andy, Snakebite Andy, also die junge Frau, die sie da am Anfang rekrutieren. Einmal sind sie ja auf dem Campingplatz, der ihnen nicht selber gehört, wollen da irgendwas machen und die einzigen außer ihm, die auf dem Campingplatz sind, sind die Besitzer, das Besitzer-Ehepaar. Und sie geht hin und setzt da ihre, ich kann Leute dazu
zum Schlafen, Einschlafen bringen. Aber nicht nur, dass sie sie sagt ja den Leuten immer wörtlich so, du schläfst jetzt ein und dann schlafen die ein. Was sie da aber auch noch macht, sie erzählt denen sozusagen, was sie träumen werden. Und die Szene erinnerte mich unheimlich an Men in Black, wo Will Smith den Leuten mit dem Blitzdingsen und sein hier der von dem anderen gespielten, der hat den Leuten immer nur so langweilige Geschichten erzählt, woran sie sich erinnern sollen. Und Will Smith hat sich immer so Mühe gegeben. Ja, ihr werdet dies und das und jenes und schöne Sachen und so. Und sie macht das ja auch. Sie weiß ja durch ihre Gabe, was deren, sag ich mal, geheimsten Wünsche sind. Und sie sorgt dann dafür, dass sie davon jeweils träumen. Auf Deutsch gesagt ist eigentlich sie Dr. Sleep. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und eine letzte Verknüpfung habe ich noch. Es gibt wieder eine Anspielung auf die Zeitschrift Inside View. Ja! Genau, die kennen wir aus unter anderem Das Attentat, Der Nachtflieger, Popsi und Hausentbindung. Genau, die ist super. Und Dead Zone. Ach ja, stimmt, ja. Ist das die Zeitung, wo sie hinten bei den vermissten Meldungen den Jungen entdeckt? Nee, ich glaube nicht. Okay. Dann würde ich mal in die Symbolik springen. Da habe ich tatsächlich nicht allzu viel, aber einmal, die Katze im Altenheim heißt Azrael und Azrael ist im Islam ein Engel, genau genommen der Engel des Todes, aus der Sura 32,11. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Punktation da ausdrückt. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall ein Engel des Todes, deswegen sehr passend. Und was wir ja auch öfters mal haben, ist dieses Konzept von das Böse als Krankheit und das Land als Körper. Es fällt dann das Zitat, America is a living body. The highways are its arteries. And the true knot slips along them like a silent virus. Fand ich sehr nett. Und wir haben hier noch einen sehr hübschen Anteil von Kapitalismuskritik. Da bringe ich auch gleich noch ein Zitat, einen Augenblick. Nämlich diese ganze Thematik der Katzbuckelei und Demütigungen, die man so im Kapitalismus durchmachen muss. Denn Danny erinnert sich hier an seinen Vater, als er sich gerade selber um diesen neuen Job bewirbt. Mein Vater dachte, die würden ihn zum Manager ernennen. Dafür müsse er nur seine Loyalität unter Beweis stellen, indem er ihnen seinen Sohn auslieferte. Gut. Sonst noch Symbolik? Nö. Ich weiß nicht, ob ihr mir die spontan beantworten könnt, die Frage, aber ich glaube, ich habe einen Übersetzungsfehler entdeckt. Das ist ganz am Ende von Teil 1. Da geht Dan auch zu jemandem, der im Sterben liegt. Und dann wird diese Person kurz beschrieben. Name weiß ich nicht mehr. Ja, der spielt unheimlich gern Gesellschaftsspiele, Scrabble. Und Mensch, ärgere dich nicht, wo er den Gegnern unüberwindbare Barrikaden baute. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Übersetzungsding. Ne, weil das, dieses mit den Barrikaden deutet auf Malefiz hin. Und ich glaube, dass Mensch, ärgere dich nicht in Amerika, in den USA nicht so bekannt ist. Ich habe geguckt, es gibt zwar einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel, der aber nur das deutsche Spiel quasi erklärt. Und das passt halt nicht zu den Barrikaden. Das würde perfekt zu Malefiz passen. Ich vermute auch, dass das ein Übersetzungsfehler ist. So, wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen, Flo? Ja, die gibt es. Und zwar wurde das Buch, wie auch die meisten neueren Bücher von King, sehr, sehr, sehr schnell verkauft. Und so kam es dann, dass 2019 so, Dr. Sleep ins Kino kam. In Deutschland hat der Film den Titel Dr. Sleeps Erwachen, was noch weniger Sinn ergibt. Regie hat Mike Flanagan geführt. Der hat schon einiges King-mäßiges bearbeitet. Unter anderem hat er auch das Spiel für Netflix verfilmt und will wohl auch Revival verfilmen, aber da ist noch nichts noch nichts spruchreif. Mal schauen, wie das wird. Ich fand den Film jetzt nicht so berauschend. Er wälzt das, was das Buch falsch macht, nämlich noch weiter aus. Sonst von den Darstellern her alles solide gemacht, kann man jetzt nichts sagen.
vielleicht mal kurzweilig, aber muss man nicht gesehen haben. Hörbücher oder irgendwelche Blindeneditionen oder sowas? Es gibt eine englischsprachige Version und eine deutsche von David Nathan gelesene Version. Also das Übliche. Okay. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Zeit, in der, glaube ich, so alles direkt umgesetzt wird als Hörbuch. Okay. Habt ihr hier Zitate? Ja, ich hätte eins, muss ich vielleicht ein bisschen den Kontext erklären. Da hat Dan wieder seinen Job als Dr. Sleep gemacht, hat einen da begleitet, hat aber vorher gesehen, dass der Blutergüsse hat, die darauf hindeuten, dass ein Pfleger namens Fred Carling wohl ein bisschen den zu grob angefasst hast. Und dann ist Mr. Hayes ist eben gestorben und dann konfrontiert er den Fred Carling mit der, ja, konfrontiert, du hast den da grob angefasst, das machst du in Zukunft nicht mehr, sonst gibt es richtig Ärger. Also da kippt er so richtig aus in seine Jezorn-Rolle, hat sich aber noch unter Kontrolle. Und dieser Carling denkt darüber nach, ob er sich mit ihm anlegen, also mit Dan anlegen sollte, weil körperlich ist er ihm überlegen, aber er ist halt ziemlich unfit, der Carling. Und dann beschreibt er nämlich hier, dann beschreibt Carling Dan, und das ist jetzt das Zitat, manche Typen hatten äußerst wackelige Sicherungen im Schädel. Die knallten leicht durch. Und wenn das geschah, brannten solche Typen so lange, bis sie ausbrannten. Er hatte Torrance für einen schüchternen Waschlappen gehalten, der sich nicht traute, die Klappe aufzumachen. Aber da hatte er sich wohl getäuscht. Die Geheimidentität dieses Typen hieß nicht Dr. Sleep, sie hieß Dr. Crazy. Und das bestätigt mich so, ich habe immer so, dass ich sage, in einem Zweikampf kommt es nicht unbedingt darauf an, wer mehr Masse oder mehr Körpergröße mitbringt, sondern wer weniger Skrupel hat. Und das beschreibt er eigentlich, finde ich, da sehr gut. So nach dem Motto, wenn ich mich mit dem anlege, der wird so lange dann muss ich ihn, ich sag mal im Worst Case, den muss ich umbringen, solange ich das nicht tue, wird er dasselbe versuchen mit mir zu tun. Okay, ja. Also ich hätte eins, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, eine Verbindung zum Turm darstellt. Das Leben war ein Rad und es drehte sich immer wieder zu seiner Ursprungsposition zurück. Das hatte ich auch, ja. Ich hätte 4 stands for fuck everything and one. Ja. Und ansonsten hätte ich noch eins zum Thema Schlafstörung. When you couldn't sleep, when you were afraid to look around, because of what you might see, time elongated and grew sharp teeth. Und ich hätte noch, wir sterben ja alle. Die Welt ist nur ein Hospiz mit frischer Luft. Und damit in Verbindung, because if suicide was the only option, you could at least choose your weapon. Jonas, hast du auch noch eins? Ich habe keins, nein. Okay. Dann, glaube ich, bleibt mir an dieser Stelle nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und wir bewerten, wie immer, von 0 bis 19. Und ich würde sagen, der Gast fängt an. Tobi, du hast das Wort. Ja, also, es ist leider, ihr sagt es ja oft bei Stephen King, es ist das Ende, was es so ein bisschen runterreißt. Auf der einen Seite war ich erleichtert, dass da nicht irgendwas kam, was ich nur unter Schmerzen lesen kann, aber es wäre eigentlich dem Buch angemessen gewesen. Und so kann ich dann, ja, doch nur 14 geben. Okay. Flo? Also bis zur Hälfte hätte ich das Buch echt gut bewertet und dann kippt es für mich. Es ist aber ein größerer Teil gut, als dass er schlecht ist und deswegen pendle ich mich bei 12 Punkten ein. Ich glaube, ich bin da relativ nah dran bei dir. Ich würde bei 10 Punkten rauskommen, weil ich an sehr vielen Dingen wirklich sehr viel Spaß hatte. Aber keins dieser Dinge hatte irgendwas mit der Handlung zu tun. Aber ich bin ja immerhin schon dankbar, dass wir hier mal wieder ein bisschen was Übernatürliches hatten. Ich bin dankbar für die Bildsprache. Ich bin dankbar tatsächlich für diese ganzen Szenen mit dem Entzug und so weiter und so fort. Ich bin dankbar dafür, dass die Charaktere nicht völlig nervig waren. Also 10 Punkte sind schon gerechtfertigt, aber viel mehr kann ich nicht geben. Jonas, du hast das letzte Wort. Ja, es gibt einiges an einem Buch, wo man sagen könnte, ist nicht so toll, hätte man besser lösen können. Aber nichtsdestotrotz hatte ich echt Spaß beim Lesen. Und deswegen gebe ich 16 Punkte. Okay, wunderbar. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, würde ich sagen, wir sind durch.
Ja, vielleicht höchstens noch, möchte ich noch mal kurz zu Jonas sagen. Ja, also das Buch als Ganzes hat mir auch sehr viel, also ich fand es wirklich spannend zu lesen. Ich habe wirklich das so weggelesen, wie ich schon lange kein Buch mehr gelesen habe. Es war wirklich spannend. Wie gesagt, das Ende hat so ein bisschen versaut. Okay, gut, dann haben wir nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir nur noch kurz in die Hausmeisterei. Wie gesagt, ihr habt ja eventuell im Feed schon gesehen, es ist jetzt die erste Folge der Family, also eigentlich die nullte Folge des Family and Friends Specials erschienen. Und da werden auch in der nächsten Zeit neue Folgen kommen. Ansonsten geht's bei uns demnächst weiter mit Mr. Mercedes und Revival. Und danach geht's auch irgendwann mal los mit Kurzgeschichten. Die haben wir zwar zu einem großen Teil schon vergeben, wenn ihr aber Lust habt, könnt ihr euch gerne trotzdem immer noch mal melden. Und wie gesagt, wenn ihr generell mit uns podcasten wollt, ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht Teamspeak, ihr braucht irgendwie ein Mikrofon und Technik zum Reinreden. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr sprechen wollt, sagt Bescheid. Dann würden wir dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, Flo. Ja, bitte, bitte meldet euch. Denn sonst müssen wir den Hendrian aus dem Keller holen und der riecht schon etwas streng. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich. Lieber Tobi, es war fantastisch, dass du wieder dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Flo, es war sehr schön mit dir. Es war mir deine Ehre, Dela. Und lieber Jonas, es ist mir wie immer ein Vergnügen, mit dir zu podcasten. Ich bedanke mich. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Und liebe Hörer und Hörerinnenschaft, auch mir ist es natürlich eine Ehre, mit und für euch zu podcasten. Es ist schön, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.